Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Mützenich, das Rednerpult scheppert noch. Und ich danke Ihnen für die Feststellung, ein Zivilist zu sein. Das ist richtig. Ich darf, meine Damen und Herren, bevor ich auf die Diskussion des ISAF-Mandates eingehe und gerne auch auf die Punkte, Kollege Mützenich, diese benannt haben und genannt haben, auch noch einige Sätze sagen zu drei Fällen, die derzeit die Bundeswehr beschäftigen, auch die Öffentlichkeit in diesem Lande beschäftigen. Meine Damen und Herren, hier gilt der ganz klare Anspruch, dass man rückhaltlos aufklärt, dass man die Dinge bewertet. Wenn man dazu kommt, dass die Vorwürfe Tatsachen entsprechen sollten, dass man sie abstellt und entsprechend notwendigerweise auch harte Konsequenzen zieht. Das ist die Herangehensweise. Und ich glaube, so sollte man an solche Punkte gehen. Nicht mit Vorverurteilungen, nicht mit irgendwelchen Mutmaßungen oder Vermutungen, sondern auf der Grundlage von Tatsachen. Und ich darf in diesem Kontext auch sagen, es sitzen heute Soldaten hier auf der Tribüne, sie wurden vom Kollegen Westerwelle bereits benannt. In der Bundeswehr arbeiten mehr als 300.000 Menschen. Hier ist es nie auszuschließen, dass es auch mal zu Verfehlungen und zu Fehlern kommt. Aber dabei dann gleichzeitig ein Pauschalurteil über die großartigen Leistungen der anderen zu ziehen, wäre auch vermessen, meine Damen und Herren. Auch das können wir nicht machen. Und ich darf auch noch deutlich machen, dass ich mich mit aller Entschiedenheit dagegen verwahre, gegen Vorwürfe, meine Mitarbeiter oder ich hätten das Parlament vorsätzlich getäuscht oder Tatsachen vertuscht. Solche Verdächtigungen sind infam, meine Damen und Herren, und fallen letztlich auf die zurück, die sie abgeben. Es geht auch weiterhin darum, dass wir mit größtmöglicher Offenheit die Dinge ansprechen und auch vortragen, dass man einen vertrauensvollen Umgang miteinander pflegt. Den haben wir grundsätzlich auch in den letzten Jahren entwickelt. Wir hatten heute auch eine Obleute-Unterrichtung diesbezüglich. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Wichtig ist es, auch ein Fall betrifft ja Afghanistan, wenn man mit über Afghanistan spricht, über Tatsachen zu sprechen, nicht über Mutmaßungen, insbesondere dann nicht über Mutmaßungen, wenn der Schutz eines Soldaten, der gerade Ermittlungen ausgesetzt ist, meine Damen und Herren, wenn dieser Schutz deswegen gefährdet sein könnte. Ich glaube, das ist auch noch notwendig zu sagen. Zunächst einmal, was das ISAF-Mandat anbelangt, der Kollege Westerwelle völlig richtig darauf hingewiesen, wie richtig und stark dieses Signal heute war, das durch den Kollegen Niebel begonnen wurde. Der Bezugspunkt eben, lieber Kollege Mützenich, nicht rein aus der militärischen Brille heraus die Zukunft und die zukünftige Gestaltung Afghanistans zu sehen. Das wäre verwegen. Es wäre auch einem Anspruch folgen, dass man glaubte, Afghanistan allein militärisch gewinnen zu können. Das ist eine schiere Illusion. Das ist nicht machbar und nicht darstellbar. Es geht nur durch ein Zusammenwirken der Kräfte. Es geht durch eine starke Säule der Entwicklungshilfe, der zivilen Herangehensweise, der diplomatischen Herangehensweise. Und ich kann nur sagen, so wie das Kabinett die Ressorts in den letzten Monaten übergreifend zusammengearbeitet haben, ist das besser als das, was wir in den letzten Jahren vorher erlebt haben. Danke da auch noch mal den Kollegen dafür. Das Zusammenwirken ist in der Hinsicht mit der Zielsetzung Afghanistan erstklassig, meine Damen und Herren. Und im Übrigen, natürlich führt der Verteidigungsminister die Truppen nicht heim. Das würde ich mir auch nie anmaßen, lieber Kollege Mützenich. Und es ist interessant, sagen wir mal, welche Zitatbrocken da jetzt auch zusammengemengt und vermengt wurden. Aber der Verteidigungsminister gibt eine militärische Bewertung ab, immer wieder, während eines Mandates, so wie der Minister des Auswärtigen eine Bewertung auch der anderen Punkte mit annimmt, auch einen übergreifenden, so wie der Entwicklungsminister eine entwicklungspolitische Bewertung abzugeben hat. Und das ist auch eine Erwartungshaltung, die Sie ja letztlich auch an uns haben. Die NATO hat in Lissabon und in den Konferenzen von Kabul und von London den beschlossenen Strategiewechsel mittlerweile umgesetzt. Ein Strategiewechsel, liebe Kolleginnen und Kollegen, der in meinen Augen wirklich erste erfolgreiche Früchte trägt. Das kann man sagen. Für meinen Fachbereich hatten wir ja intensive Diskussionen, Debatten auch im letzten Jahr, etwa was das Konzept des Partnerings anbelangt. Das Konzept des Partnerings können wir sagen, als ein Ausbildungskonzept, auch als ein Schutzkonzept, ja, auch als ein Konzept,
um die Aufständischen letztlich aus ihren jeweils schon bereits ergriffenen Räumen dann auch wieder in andere Räume verdrängen zu können, ist eines, das läuft, das erfolgreich läuft. Mit den Ausbildungsleistungen sind wir im Zeitplan. Es ist sogar so, dass wir vor dem Zeitplan liegen. Und ich glaube, das kann auch mal als ein Erfolg gewertet werden. Und es ist ein Erfolg der Leistungen der militärischen wie der zivilen Kräfte vor Ort, ein Erfolg des Zusammenwirkens, meine Damen und Herren. Und das funktioniert. Und wir haben natürlich, meine Damen und Herren, Zielsetzungen zu erfüllen, auch ehrgeizige, ambitionierte Zielsetzungen. Wir haben, Gottlob, in den letzten Monaten und in dem letzten Jahr auch eine Diskussion geführt über realistische Ziele. Was ist in Afghanistan erreichbar? Wann ist es erreichbar? Mit welchen Partnern ist es erreichbar? Und vor dem Hintergrund, ja, wird 2011 für uns ein forderndes Jahr werden. Vor dem Hintergrund, ja, hat Präsident Karzai gesagt, er will diesen Prozess der Übergabe in Verantwortung, von dem der Kollege Westerwelle gesprochen hat, bis ins Jahr 2014 abschließen. Und natürlich unterstützen wir ihn nachdrücklich in diesem Vorhaben. Das versteht sich von selbst. Und das Jahr 2011, meine Damen und Herren, steht für den Gedanken, dass niemand dauerhaft in Afghanistan bleiben will. Das ist ein Gedanke, der ja nicht nur uns und die Bevölkerung in diesem Lande umtreibt, sondern der natürlich auch die Menschen in Afghanistan entsprechend mit als Wunsch erfüllt hat. Und es würde gleichzeitig aber verantwortungslos sein, wenn wir jetzt unmittelbar übereilt abziehen wollten, dass wir die jungen afghanischen Sicherheitskräfte jetzt zu diesem Zeitpunkt noch überfordern. Aber deswegen der Plan, bis 2014 die Ausbildung auch konsequent abschließen zu können. Wir liegen in diesem Plan, das habe ich Ihnen gesagt, unser Weg zum Abzug. Und ich teile ganz ausdrücklich die geäußerte Zuversicht, dass wir in diesem Jahr bereits auch mit einem ersten Abzug beginnen können. Und meine Damen und Herren, den Satz, den Guido Westerwelle vorhin noch mal verlesen hat, den kann man, wenn man irgendwo einen Streit hineinbringen will, so und so deuten. Wir haben uns auf diesen Satz geeinigt. Er ist die Position der Bundesregierung. Und die Position der Bundesregierung, meine Damen und Herren, enthält das Ziel und die Zuversicht. Das Ziel und die Zuversicht, in diesem Jahr mit dem Abzug beginnen zu können. Und Guido Westerwelle hat auch klar noch mal gesagt, und das ist ein völlig logischer Ansatz, wenn es die Lage erlaubt. Und wir tun alles dafür, dass es die Lage erlaubt. Dass es die Lage erlaubt, meine Damen und Herren. Und ich glaube, gerade mit diesem ehrgeizigen Ansatz, aber ein Ansatz, der auch vom Zivilisten Karl Theodor Guttenberg, lieber Kollege Mützenich, von der Verantwortung für unsere Soldatinnen und Soldaten mitgetragen ist, denen ich an dieser Stelle für ihren Dienst auch noch mal ausdrücklich danken will. Sie haben die Anerkennung in diesem fordernden Einsatz verdient, meine Damen und Herren. Von der Verantwortung mitgetragen ist, dass wir immer auch sagen, die Verantwortung haben wir für solche, die auch noch dort verbleiben. Und auch daran haben wir unsere Entscheidungen auszurichten. Aber es werden gemeinsam getragene Entscheidungen sein und kluge Entscheidungen sein, die wir angehen. Und solche, die endlich auch eine Perspektive, die Afghanistan verdient hat, aber die auch unsere Soldaten, unsere zivilen Helfer verdient haben, Ausdruck gibt. Herzlichen Dank.